Aber egal. Alles ist gewohnt, wie es vorher war. Ihr werdet wahrscheinlich am Ende noch sehen, wie mir das aufgefallen ist. Ich werde das wahrscheinlich jetzt ein kleines Outtake noch da noch reinschneiden. Ja, servus meine Lieben Jungs und Mädels, willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rot. Ja, in der letzten Folge haben wir uns den Fragezeichen öffnen besorgt und ja, mir ist auch ein bisschen was leider passiert, und zwar ich Volldepp hab leider den Speicher von mir falsch gesaved. Warte, wie erkläre ich das? Ich hab, man kann ja im Emulator kann man ja normal speichern und man kann ja ein Save State setzen, wie ihr links unten jetzt gesehen habt. So, ich Volldepp hab leider das Spiel geladen und hab's dann über ein Save State nochmal gespeichert. Nur habe ich nicht bemerkt, dass der Speicher, den ich geladen habe, also der Speicher hier über Sichern, dass der leider älter war. Sprich, meine ganzen Pokémon waren alle komplett anders vom Level her. Ich habe jetzt, glaube ich, alle nachgezogen, soweit wie sie vorher waren. Ich glaube, außer Boss. Ich glaube, Boss war 38, oder? Egal, ich meine auf jeden Fall, alle wären soweit in dem Level, wie sie vorher waren. Ich habe alles nachgezogen. Ich glaube auch, ich meine, Mimi hätte ein HP mehr, weil ich habe Mimi komplett jetzt gelevelt, ohne einen Sonderbonbon. Aber egal. Alles ist gewohnt, wie es vorher war. Ihr werdet wahrscheinlich am Ende noch sehen, wie mir das aufgefallen ist. Ich werde das wahrscheinlich jetzt ein kleines Outtake noch da noch reinschneiden. Ja, und ich habe natürlich noch den Fragezeichenöffner besorgt. Den haben wir auch. Wo ist er? Hier unten ist er. Da ist er. Den Fragezeichenöffner habe ich, wie gesagt, besorgt. Und ja, jetzt wollte ich aber... Sekunde, stimmt. Mir fällt nämlich gerade was ein. Und zwar, ich wollte meiner Theresa, wollte ich ja Erdbeben beibringen. Jetzt muss ich gerade nochmal kurz nachschauen, welches TM das war. TM26. Ich habe ja das schöne Heftchen vor mir liegen. Jetzt muss ich ja gerade gucken, TM26, ob ich das bereits in meiner Kiste habe oder in meinem PC. Wenn ja, nehmen wir das nämlich mal eben und bringen das mal dann der Theresa bei. Wo waren wir es hier? Schalte PC ein. Nein, nicht Bild PC. Ich klicke eben auf Bild PC. Macht der Gewohnheit. Nee, PC von Outlaw natürlich. Wir schauen mal gerade rein, ob TM26 hier irgendwo ist. Nein. TM26. Da ist es. Perfekt. So, das nehmen wir auf. Ich will mal gerade ganz kurz, bevor ich das hier großartig jetzt verändere, werde ich mal gerade alle Sicherheits-Save-States setzen. So, und dann werden wir nämlich dann mal fix hier aktiviert Erdbeben. Erdbeben ein Pokémon bringen? Ja, möchte ich. Und zwar möchte ich das Theresa beibringen. Damit Theresa endlich mal eine richtig starke Attacke hat, möchte ich ihr das gerne mal beibringen, so langsam. Zu kurz von der Erdbeben vergessen werden. Ja, möchte ich. Was nehmen wir? Hornbohrer ist sehr gut. Ist eine K.O.-Attacke, hat aber leider sehr wenig AP und trifft nicht immer. Bodycheck macht mir selber Schaden. Biss ist eine normale Attacke. Und Kratzfurie macht öfters mal Schaden. Jetzt bin ich am Überlegen. Was mache ich weg? Bodycheck und Hornbohrer kann ich jederzeit mir wiederholen, wenn ich Bock hätte. Kratzfurie und Biss natürlich nicht. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich werde Hornbohrer wegmachen. Das ist zwar eine K.O.-Attacke, aber ich habe davon nicht erstens viel AP und das Ding trifft nicht immer. So, deshalb Hornbohrer weg, ein B mal lernen. Fertig ist die Luzi. So, ich guck mal gerade, was haben wir eigentlich noch so an TMs? Wenn wir mal unsere Pokémon mal ausstatten können, mit ein paar TMs hier. So, was haben wir denn noch hier? So, erstmal gucken, TM45. TM45 ist Donnerwelle. Brauchen wir nicht. TM19. Das ist Geowurf, brauchen wir auch nicht. Da habe ich kein Interesse an. TM11. Blubstrahl. Könnte ich gar das beibringen, ist aber von relativ wenig Nutzen. TM28 ist Schaufler. Auch eine sehr geile Attacke eigentlich. TM08 ist Body Slam. TM44 ist Erholung. Auch nicht schlecht. TM24 ist Donnerblitz. Oh, das ist Donnerblitz. Das könnte ich meiner Mimi beibringen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Mimi bis zum Ende behalten werde. TM30 ist Teleporter. Was haben wir noch? TM21, das wäre Megasauger. Oh, auch nicht schlecht. Könnte ich dem Jimmy beibringen. TM13 ist... Oh, ist Eisstrahl. Sehr gut, sehr gut. Eisstrahl habe ich also auch zum Glück. TM07 ist Hornbohrer, haben wir schon. TM02 ist Klingensturm. Oh,
Klingensturm, das ist gut. Das könnte ich dem... Ich glaube, Klingensturm packe ich mal ein. Weil das ist eine Flugattacke, die kann ich dem Dingens beibringen. Dem Boss kann ich die beibringen. Waren wir jetzt dran? TM10, waren wir bei TM10 schon? TM10 war Risikotackle. Da kann ich mich selbst verletzen, wenn ich Pech habe. 7 war Hornbohrer, ja, hatten wir schon. TM03 ist Schwerttanz. Okay, TM32 ist Doppelteam. TM09 ist Bodycheck. Und das war's. Okay, einige gute Sachen dabei. Unter anderem auch Eisblitz und Feuerblitz. Eisblitz und Donnerblitz. Was eigentlich gar nicht schlecht ist, aber ich glaube, ich werde erstmal Klingensturm, werde ich erstmal meinem Boss beibringen. Klingensturm. Pokémon beibringen. Ja, Boss. Boss versucht Klingensturm zu erlernen. Boss kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Nur eine Attacke zugunsten von Klingensturm. Vergessen werden? Ja, möchte ich. Welche Attacke soll vergessen werden? So, was nehmen wir? Wir nehmen den Flügelschlag, glaube ich. Macht der Flügelschlag Schaden? Ich glaube, ja, ne? Hochzukeep ist eine Attacke, die kann ich als erstes anwenden. Sprich, wenn ich meine Attacke brauche, damit ich als erstes angreifen kann, ist Hochzukeep nicht schlecht. Windstoß ist relativ schwach. Daher würde ich sagen, Windstoß, oder? Verdammt, ich kann euch jetzt nicht fragen, was würdet ihr nehmen? Ich glaube, ich nehme Windstoß. Werden meint auf auf F9. Sicher Safe State machen. Windstoß. Ich mache Windstoß weg, ganz ehrlich. Windstoß ist scheiße. Dann nehme ich doch lieber den Flügelschlag, weil der macht nämlich auch noch ganz gut Damage. Was habe ich jetzt hier eigentlich noch dabei? Gucken wir mal gerade. TM06. Toxin haben wir. Dann haben wir TM14. Das ist Blizzard. Oh. TM22 ist Solarstrahl. Sehr gut. Warte mal gerade. Er lernt eigentlich Jimmy. Jimmy erlernt doch Solarstrahl, oder? Oder irre ich mich da? Ich meine, er lernt doch Solarstrahl, oder? Mal gucken wir mal gerade nach. Ja, mit 45. Okay, brauche ich also nicht. Okay. TM46. Muss noch gerade auf die TM-Liste gehen, weil ich auch gerade auf Bisasam oder Bisaflor. 46 ist Psywelle. Okay, das haben wir ja von Sabrina bekommen. Okay, alles klar. Dann werden wir mal gerade... Wenn wir hier mal eben... Komm schon. Ein paar Sachen ablegen. Und zwar die ganzen TMs werden wir jetzt nochmal ablegen. TM06. Ja. Dann TM14. Ist gerade leicht aufstoßen. Tut mir leid. So, dann TM22 weg. Und TM46. So, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir alles. Den Rest verbraten wir jetzt noch. Was wir da nicht brauchen. Items. So, warte mal. Wir haben 3 Sonderbonbons. Warte, die legen wir auch noch gerade weg. Und den Türöffner auch. Davon PC. PC von Ottler. Das heißt, mein PC aber zu Hause nicht. Muss ich mal gerade erwähnen an der Stelle. Der heißt nämlich anders. So, Türöffner weg. Und die 3 Sonderbonbons legen wir auch mal weg. Falls ich mich doch immer mal entscheide, weil ganz ehrlich, wenn ich das Spiel durchhabe, werde ich auf jeden Fall noch den Missingo-Trick machen, weil dann behalte ich diesen Speicher auf jeden Fall als mein Hauptspeicher hier. Das heißt, ich werde die ganzen Pokémon auf jeden Fall noch alle auf 100 leveln. Okay, der Rest ist alles in Ordnung, was wir da haben. Da verbrauchen wir noch gerade den Rest. Und zwar, warte mal, ich will noch gerade was nachschauen. Und zwar, was sagt mir Boss jetzt eigentlich? Wie viel AP hat denn der Klingensturm? 10. Okay, Timo, was sagt Timo? Der hat auch Drachenwut mit 10. Okay, Jimmy. Was sagt Jimmy? Jimmy hat Egelsam und Rankenhieb auf 10. Okay. Mimi sagt... Was sagt Mimi? Mimi sagt auch Donner auf 10. Donnerwelle, Blitz. Blitz stört mich immer noch. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Grund, warum ich Reitschuhe nicht dabei haben werde am Ende. Ich glaube, ich werde mir wirklich Zapdos nehmen. Ohne Scheiß. Status... Was sagt Zack? Zack hat auch Psychokinese. Ah, stimmt, genau. Ich glaube, ich werde Psychokinese eben leveln. Ich habe nämlich ein AP Plus dabei. Und das werde ich für Psychokinese anwenden. Ich habe hier so die AP erhöht werden. Ah, Psychokinese. Sehr gut. So. Dann auf jeden Fall Calcium. Denn ich werde auf jeden Fall Zack bis zum Ende behalten. Da werde ich alles in Zack reinstecken, was ich kann. Wir hatten auch irgendwo noch, genau, Carbon. Nid ist gestiegen, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir soweit alles. Den Top-Trank behalten wir auch noch, den Hyperheiler auch, Fahrrad auch, Superball. Ja, ich würde sagen, die legen wir ab. Ich gehe mir neue Bälle kaufen, ich gehe mir jetzt gleich Hyperbälle kaufen. Heute mal so eine kleine Sortierfolge, würde ich sagen.
So, alles klar, die Superbälle. Wobei, 25 Superbälle hat man halt dabei, ne? Ist ja nicht so schlecht. Gegengift, Pokéflöte, Superschutz, Fragezeichenöffner. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir sind ready soweit. Ich würde sagen, wir haben doch mal gerade unsere Pokémon, weil ich weiß nicht, ob die jetzt alle voll waren. Wir haben kurz vorgespult. Ich weiß. Ich mache das nur fürs Heilen wenigstens. Dann seid es mir an dieser Stelle. So, alles klar. Dann würde ich sagen, wir gehen uns ein paar Hyperbälle kaufen. Wir haben ja Kohle ohne Ende. 18 Hyperbälle, genau, das reicht erstmal. So, dann auf jeden Fall jede Menge Hypertränke. Wir gehen uns mal mehr als genug kaufen. Ja, würde ich sagen, reicht erstmal. So, Topschutz brauchen wir nicht. Hyperheiler brauchen wir ein paar, würde ich behaupten. Wir nehmen mal ein paar mit. Und auf jeden Fall noch Beleber. Beleber auf jeden Fall auch ein paar. Wenn wir mal hier ein bisschen an Kohle wollte ich gerade sagen. Wenn wir mal hier so ein bisschen Sicherheit haben. So, alles klar. Okay, wir machen Sicherheits-Safe-State. Auf 5 ist mein Sicherheits-Safe-State. Und ich würde sagen, wir gehen in die Arena rein. So, jetzt kommt nämlich das Pokémon-Quiz. Achtung, los geht's. Sollen wir sie mit Absicht falsch beantworten, damit wir kämpfen müssen? Ich glaube ja, oder? Wäre eigentlich keine schlechte Idee. Das wäre eigentlich die perfekte Idee. Und nämlich wegen, dann kann ich mich meine Pokémon leveln. Oh, ich wollte Taubos eigentlich auf 1 leveln, auf 1 tun. Ja, oder? Machen wir. Komm, wir beantworten alles falsch, wenn wir kämpfen. Wir kommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die Antwort richtig? Dann öffnet sich das, die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arenaleiter. Lass uns beginnen. Entwickelt sich Raupi zu Smetbo? Nein, tut es nicht, aber wir machen trotzdem mal ja. Oh. Ach ja, stimmt. So wird es ja gesagt. Es entwickelt sich klar zu Raupi, aber vorher kommt auch noch Saftkorn. Die Antwort ist richtig. Scheiße, ich hab's doch falsch beantwortet. Gucken, kann ich ihm vielleicht trotzdem anreden und kämpfen? Ich war ein Dieb, doch nun bin ich hier der ehrenhaften Trainer. Na cool, wir kämpfen ja trotzdem. Ist ja perfekt. Dann kann ich die Antworten ja trotzdem richtig machen. So, Dieb möchte kämpfen. Wieso kämpfen eigentlich Diebe für den? Na egal. Vulcano 36. Kein Problem. Wir werden direkt mal die neue Attacke austesten. Klingensturm. Sagt ein Wirbelwind. Hanno wird verletzt. Klingensturm. Bäm, Junge. Fett in die Fresse, würde ich sagen. Natürlich eine Attacke, die zweimal wirkt. Also die erstmal aufgeladen werden muss quasi. So, ich würde sagen, das war's für Vulcano. Vulpix wird in den Kampf geschickt. Möchtest du wechseln? Ja, wir wechseln mal auf Timo. Wir setzen einmal Timo ein, machen einmal einen Surfer, damit wir mal eben fix EP kriegen. So, einmal Surfer bitte. Auf Wiedersehen. Zack, in die Fresse. Und mach's gut, Vulpix. Danke, sehr effektiv. Vulpix, Timo hält 400... Oh, 96 Pilze, ist ja gar nichts. Möchtest du wechseln? Ja, ich möchte wechseln. Wir wechseln auf Theresa. Für jeden Kampf, für jeden Pokémon-Trainer ein... Oder jedes Pokémon, ein anderes Pokémon von mir. So, direkt mal Erdbeben, Baby. Oh, Rückzugkeep, das ist schlecht. Mach mal nicht viel Schaden. Bam, Junge. Boah, ja, eine Attacke ist sehr effektiv. Echt? Bodenattacken sind effektiv gegen Feuer-Pokémon? Wusste ich gar nicht. Wow! 1372 EP? What the fuck? Na gut, egal. Dieb, ich ergebe mich. Gewinnt 3200. Stimmt, das ist ja auch noch ein Aspekt, den wir beachten müssen. Dadurch kriegen wir nämlich auch wieder Kohle ein bisschen. Hallo? Was glaubst du, wie heißt der Feueratem eines Pokémon werden kann? Ach, wie heißt? Entschuldigung, wie heißt? Nicht wie heißt, sondern wie heißt. Schauen wir mal, ne? Ach, der Streber. Streber möchte kämpfen. Streber setzt Vulpix ein. Vulpix hat genau 6 Schwanzflossen. 6 Schwänze, ja. Vulpix ist voll cool. So, Flügelschlag in die Fresse. Bam, Junge. Ah, mach nicht den Schaden. Oh, Brüller. Oh. Okay, Klingensturm. Wir laden es auf. Sagt Wirbelwind. Boss benutzt Klingensturm. Bam, Junge. In die Fresse. Vulpix wurde besiegt. Vulpix. Oh, warum so wenig RP? Das ist ja witzlos. Nö, ich bleib mal gerade bei Boss. Der muss mal ein bisschen nachgezogen werden. Fliegen! Ruckzuckieb. Was anderes kannst du nicht, ne? Ne. Sei ehrlich. Ruckzuckieb. Auf Wiedersehen. Pam, Junge. Ins Gesicht und. Oh, fast. Ah, schade. Okay, komm, Ruckzuckieb und dann. Gib ihm. So, Wiedersehen. Zack. Volltreffer. Ja, Mann. Boss hält wieder 486. Ist ja gar nichts. Nö, will ich nicht. Ich will gerade mal ein bisschen den Boss nachziehen, wenn ich kann. So, Ruckzuckieb.
Brüller. Ja, mach du mal deinen Brüller, mach ich Klingensturm. Dann gucken wir mal. Guten Schlag. Eieiei. Verteidigung sinkt. Klingensturm und weg mit dir. Was? Das lebt noch? Alter, das kann doch nicht sein. Okay, dann machen wir noch einmal Ruckzuckieb und dann müsstest du auf jeden Fall tot sein. Ja. Passt. 1372 EP. Sehr gut. Streber besiegt Outlaw. Outlaw besiegt Streber. Autsch. Ja, genau. Das sag ich mir auch immer. So, ich würde sagen, wir gehen wieder raus, heilen unsere Pokémon und dann werden wir nochmal reingehen. Frage ich jetzt, ich habe das Spiel ja lange nicht mehr gespielt. Ist jetzt eigentlich, sind die ganzen Tore wieder zu jetzt, wenn ich jetzt reingehe oder nicht? Weiß ich gar nicht. So, ja, danke. Mach's gut, Schwester Joy. So, zack, wieder oben rein. Ja, die sind alle offen. Das ist sehr gut. Das ist annehmbar, würde ich sagen. So, hallo, wie geht's dir? Ich möchte gerne kämpfen. Du hast keine Chance. Ich bin Pokémon-Profi. Okay, bist du das? Ist das ein Ass-Trainer? Nee, ist ein Streber. Streber möchte kämpfen. Ich stelle mal jetzt Ponita ein. Ach, hier geht ein Ponita. Hey, Jemine. So, dann würde ich sagen Klingensturm. Allzeit-Wirbelwind. Stampfer. Ui, das ist die stärkste Attacke von Ponita. Natürlich. So ein Stampfer ins Gesicht kriegst, das tut schon weh, muss ich sagen, ne? Ja, oh, Alter, 1107 EP. Geilo. Und 38. Ja, Mann, sehr schön. Erlernt ich eigentlich nochmal irgendetwas mit Taubos? Gucken wir mal gerade nach. Ich klicke mal gerade hier weiter. Glumanda. Oh, cool, ein Glumanda. Nein, möchte ich nicht. Da haben wir es. Warte mal gerade. Oh, Spiegeltritt lerne ich noch mit 54. Und Agilität lerne ich noch. Okay. Was machen wir denn? Wir machen Fliegen. Agilität. Ach, guck mal, krass. Wenn ich jetzt ein Tauboga noch hätte, würde mein Tauboga mit Level 49 Spiegeltrick erlernen, statt mit Taubos erst mit 54. Das ist krass, muss man mal ehrlich sein. Alter, du hast mit 34 immer noch Glumanda. Ich habe schon längst einen Glurak gemacht, Alter. Wobei, ich glaube, Glurak entwickelt sich erst mit Level 36, ne? Ja, 36. 472 EP. Mein Gott, schick mal stärkere Pokémon in den Kampf. Du bist ja voll der Läpscher, Alter. So, wir machen... Ja, machen wir mal Klingensturm, komm. Kein Problem. Oh, Konfusstrahl. Ui. Das kann Vulpix? Wusste ich gar nicht mehr. Hab ich voll vergessen. Stimmt ja, das kann ja Vulpix. Das lernt es sogar noch mit... schlag mich tot. Wir blättern mal gerade und bestätigen derweil... Fukano. Ja, komm, wir wechseln mal gerade auf Timo. Aber denn hier Vulpix? Mann, ich finde Vulpix gerade nicht in der Liste. Apollo, Gengar. Nee, will ich alles nicht. Surfer und tschüss. Wo ist denn hier Vulpix? Hallo, Vulpix. Danke sehr effektiv. Ich finde Vulpix nicht, ohne Scheiß. Hä? Muss man mal erklären. Timo hält. Sehr gut. Ich kriege den halben Kampf hier nur mit. Ach, ich habe schon gewonnen. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Nee, wo ist denn Vulpix? Verflucht. Was sagt er denn hier? Streber? Nein, das war unprofessionell. Otto gewinnt 850. Ja, ich weiß, dass es unprofessionell war. Du bist halt voll die Pfeife. Wo ist denn hier Vulpix? Verflucht noch eins. Ach, da! Kung Fu Strahl mit 28. Ja, interessant. So, Hallöchen. Ich setze mit Vorliebe Feuer-Pokémon ein. Den. Dieb möchte kämpfen. Oh, was hat er denn dabei? Ein Ponita auf 41? Warum hast du hier keinen Galopper gemacht, Alter? Na gut, egal. Ich bin halt nicht du. Machen wir erstmal Fliegen. Fliegen wir in die Luft. Oh, 41. Stimmt, ich bin Level 38 mit Boss erstmal. Ja gut, egal. Das können wir schon in... Oh, Boss-Attacke geht daneben. Das ist natürlich schlecht. Das ist äußerst schlecht. Machen wir nochmal Fliegen. Feuerwirbel. Ein Glück ging das daneben. Das ist nämlich sehr böse sonst. Ha! Getroffen. Oh, das hat mir aber die Hälfte an Schaden gemacht. Sehr gut. Ihr. Ja, komm, Klingensturm. Kriegen wir halt einmal einen Feuerwirbel ab oder einen Stampfer, wie sie jetzt gerade. Gewendete. Alter, ein Volltreffer. Junge, macht das Damage. Klingensturm. Und tschüss, mach's gut. Komm, es gibt bestimmt über 1000 Erfahrungen. Mal gucken. Sehr gut, 1335. Ja, Mann. Aber siegt Dieb. Dieb, du bist brandgefährlich. Outlaw gewinnt 1690. So, zack, wieder offen.
Aber lang ist nicht mehr, glaube ich, ne? Ich glaube, noch zwei Trainer und dann ist, glaube ich, Ende. Ich weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Ach, weißt du das? Ja, wenn du das meinst. Ich weiß noch, in der Serie war das ein echt starker Gegner gegen Pikachu damals, weil der nämlich Magma eingesetzt hat. Oh, ein Galopper. Okay. Oh, ich bin halb tot mit Boss. Schlecht. Fliegen. Schnell nach oben fliegen. Guten Schlag. Ja, mach du mal. Pam. Okay, Heuler. Ein Glück setzt er bis jetzt nur schlechte Attacken ein. Stampfer ging zum Glück daneben. Oh, Feuerwehr. Oh, ging zurück daneben. Ein Glück. Wir machen nochmal Ruckzuckieb. Oh, nice. Ein Volltreffer. Und ja, besiegt. Sehr schön. Aus 686 Erfahrung. Sehr, sehr gut. Streber. Autsch. Und da gewinnt 1025 Poké-Dollar. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal gerade raus. Wir schwimmen mal gerade kurz ein bisschen vor, damit ich hier schneller draußen bin. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon am Ende der Folge angelangt, ne? Scheiße. Wisst ihr was? Den nächsten Kampf machen wir noch. Den würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch. Dann würde ich sagen, machen wir den Pyro in der nächsten Folge. Dann kann ich die Folge auch Pyro nennen, weißt du, also das ist so ein bisschen, es ist so Let's Player-Taktik, wisst ihr? Also, ne, und so. Nein, Quatsch. Ja, danach kommt auch Pyro, ne? Ich meine nämlich schon. Gut, ich war in vielen Pokémon-Arenen, doch diese mag ich am liebsten. Okay, wahrscheinlich, weil du nur Feuer-Pokémon hast, würde ich tippen. Dieb möchte kämpfen. Dieb setzt Vulpix ein. Okay, wieder ein Vulpix. 37. Alles klar, machen wir sie fertig. Fliegen erstmal. War klar, Ruckzuckieb. Und das kannst du gar nicht, sei doch ehrlich. So, fliegen, pam. Ja, Mann, fast tot, Alter. Oh, Flammenwurf. Alter, nice one. Okay, Ruckzuckieb mach ich jetzt auch mal. Und dann bist du nämlich hinüber. Sehr gut. 499 und Level 39. Yes, baby. Vulcano. Ja, komm, wir setzen noch einmal Timo ein. Dann kriegt Timo noch ein bisschen Level hier. Ich würde sagen, gegen Pyro setzen wir auf jeden Fall Timo des Öfteren mal ein. Weil Timo der Einzige ist, der eine Wasserattacke kann hier. Surfer. Zack, Junge, in die Fresse. Attacke ist sehr effektiv. Und besiegt 721 P. Und 39 für Timo. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Otter besiegt Dieb. Dieb, ouch, du bist zu stark. Otter gewinnt 3330. So, alles klar. Da ist Pyro. Und ich würde sagen, oder? Ist er das? Ist er doch, oder? Ist immer noch nicht Pyro. Da oben ist Pyro. Schauen wir das noch. Ja, komm, das machen wir noch in die Folge rein. Komm, das machen wir noch, Leute. Das machen wir noch für euch. Haben wir nämlich in der nächsten Folge nur Pyro. Das ist nämlich sehr gut. Streber möchte kämpfen. Sehr gut. Vulcano. So, erstmal fliegen. Fliegen empor. Brüller. Daneben. Pam, erstmal fliegen ins Gesicht. Fast Volltreffer hier. Ein Volltreffer wäre bestimmt tot gewesen. Hallo, Ruckzuckieb zweimal. Da bist du auf jeden Fall weg. Oh, einmal sogar. Ja, ist ja perfekt. Passt. Wenn du besiegt, 721. Komm, ich wette, Boss wird noch Level 40, mit Sicherheit. Musst du wechseln? Komm, ich mal den mal gerade, weil ich wette, der könnte bestimmt Level 40 jetzt werden. Klingensturm. Ah ne, oh, Flügelschlag. Ups, da habe ich mich verklickt gerade. Ich wollte eigentlich Klingensturm einsetzen. Na, ist ja egal. Das ist aber knapp jetzt gewesen. Ah, egal. Flügelschlag und... Ja, gewonnen. Sehr schön. Ach, schade. Ich dachte, der wird Level 40 jetzt. Streber, oh, ich habe verloren. Ortler gewinnt, 925. So, wir gucken nochmal gerade eben, wie viel wir noch bräuchten für Boss, damit der Level 40 wäre. Status. 2965. Okay, wie braucht Timo eigentlich jetzt noch dann? Oh, 5474. Okay, alles klar. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal zu Pokémon Rot. Ciao! Ja, servus, meine Lieben und Mädels. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rot. Ja, in der letzten Folge sind wir durch dieses, Dungeon hier. Durch das Dungeon hier sind wir gelaufen. Ich sag jetzt aber Dungeon dazu. Und haben uns den Fragezeichenöffner besorgt. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir nochmal gerade gleich ins Heftchen, das ich gerade nicht... Jetzt habe ich es in der Hand.
muss es gerade noch mal kurz vom Tisch holen. Und zwar, ich wollte jetzt nachgucken, was mich erwartet bei Pyro. Dafür müsste ich eigentlich noch mal gerade kurz nachschauen. Da, warte mal. Nee, Giovanni will ich nicht haben. Oh, Giovanni. Okay. Hier. Okay, Giovanni. Pyro hat alles um die 40. Außer ein 47er Akani. Das ist natürlich, ja, böse, würde ich behaupten. Und ich habe gerade mal... Oh, Theresa ist gerade mal Level 33. What the fuck? Hä? Holy damn it. Oh shit! Ai! Oh damn it! Alter, nein! Nicht irgendwo. Ich habe keinen Sicherheits-Safe State gemacht. Nein! Oh nö. Ich darf alles nachleveln. Ich muss Theresa wieder leveln und Mimi muss ich auch leveln. Ich flippe aus. Scheiße. Oh, und Sabrina habe ich auch nicht besiegt. Und den Fragezeichenöffner habe ich auch nicht geholt. Och nö. Oh nee. Nee. Weil ich Vollhorst einfach nur geladen habe. Oh, what the fuck?